Am Wort Maximilian Unterreiner von der SPÖ. Ich finde es trotzdem, und ich halte es wie Kollege Obernoster, ich möchte mich beim Finanzminister recht herzlich für die Einigung in der Hintergeschichte bedanken, denn es ist immerhin eine Insolvenz von Kärnten abgewendet worden. Und auch wenn Kogler meint, es gehört nicht dazu, er hat immerhin 3 Minuten darüber gesprochen. Also irgendwie kann man das doch verbinden. Ich begrüße den Herrn Präsidenten, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, die Zuseher auf den Rängen und vor den Bildschirmgeräten. Ich rede heute ausschließlich zum kirgisisch-österreichischen Abkommen. Da steht Schutz und Förderung der Investitionen, das steht ganz groß und fett oben drüber. Nun, wenn irgendwann, als ich das Abkommen in Händen gehalten habe, ist mir so der Gedanke gekommen, wie weit denn die Bestrebungen in unterschiedlichen Abkommen, die uns vorliegen, voneinander entfernt sind. Auf der einen Seite das bilaterale Abkommen zwischen Österreich und der Kirgisischen Republik zum Schutz des fairen Handels, des Wettbewerbs, zur Förderung der Wirtschaft und schließlich zur Unterstützung der freundschaftlichen Beziehungen. Es geht darum, österreichische Firmen bei ihren Investitionsbemühungen zu unterstützen. Und bei CETA und bei TTIP ein totaler Widerspruch. Intransparenz und undemokratische Prozesse, Investitionsschutz für Großkonzerne, Sonderrechte mit Sondergerichten, mit Sondergesetzgebungen, alles nur Sonder, Sonder, Sonder. Es sind in der derzeitigen Form, in der vorliegenden Form, dieses Abkommen ist kein Abkommen, das unterstützenswert ist. Wir bauen eigentlich, was CETA und TTIP angeht, nur einen Porzellanladen um die Großkonzerne herum. Wir dürfen nicht vergessen, es geht um 1.000 Milliarden Euro an Steuerhinterziehung in Europa. Das sind fast 200 Mal so viel wie das BIP Kirgisistans, über das wir heute im Abkommen sprechen. Und ich glaube nicht, dass diese Großmächte noch einmal Superrechte dazu bekommen sollen. Es soll durch Scheider, sollten wir durch die Reichen zur Kasse bitten, ob das Amazon, Starbucks, McDonald's ist, das sind eigentlich jene, die das Geld verschieben, das wir für die Schulen und für die Kindergärten und Krankenhäuser brauchen würden. Ich habe da ein paar Zeilen der Bundeskanzlerin Merkel zu TTIP notiert. Die Einbindung der Parlamente verdeutlicht auch die demokratische Legitimation des Verhandlungsprozesses. Sie stärkt die Transparenz der Verhandlungen und, das sage ich auch, sie führt zu neuen Denkanstößen. Wir wollen zum Schluss ein gutes Abkommen, das nicht nur von den Regierungen und Mitgliedstaaten, sondern eben auch von den Parlamenten mitgetragen wird. Danke für diese Worte, Frau Bundeskanzlerin. So gesehen kann es in diesem Haus für TTIP keine Mehrheit geben. Das kann man auch ruhig in Brüssel ausrichten. Doch zurück zum Schluss zum Abkommen mit der Kirgisischen Republik. Es geht beim vorliegenden Abkommen um die Sicherung von Umwelt- und Arbeitnehmerschutzrechten und um mögliche Entschädigungen durch Verluste im Fall eines bewaffneten Konflikts, Notstandesrevolution bis hin zu zivilen Unruhen. Und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, geht es bei diesem Abkommen um ein Abkommen zwischen zwei gänzlich unterschiedlich entwickelten Rechtsstaaten, nämlich Österreich und Kirgisistan. Dankeschön. Argumentiert Maximilian Unterreiner von der SPÖ.